Fly beim Bildschirm ist, bei Bildschirm ist alles aus Pixeln. Das ist völlig richtig. Wir kommen abermals in einer Wüste an. Oder in einem anderen Wüstenabschnitt. Oder so. Das passiert übrigens alles gerade noch automatisch. Und einer eiert uns immer voraus. Aber das ist, glaube ich, geskriptet. Obwohl mir. Das finde ich gerade ein bisschen interessant. Warum rennt da immer einer? Ist das jetzt ein anderer Spieler? Scheiße, ja, ich sehe es, ich sehe es. Das ist ein anderer Spieler. Man hat einen weißen Schimmer am Rand. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, was soll das? Ich mag das nicht, wenn andere Spieler mir den Spielfluss versauen. Multiplayer ist doof. Ich finde das nicht gut, dass man das nicht einstellen kann, ohne über, außer über das Deaktivieren der Internetverbindung. Mann. Ja, ich bin unsozial. Ist so. Habe ich schon erwähnt, dass ich alleine wohne. Und gerne drinne bin. Ach so, und man kann jetzt auf diesen Viechern hier reiten. Beziehungsweise die zu sich ranlocken. Oder so. Und dann geben die einem wieder Flugkraft. So, aber ich will mich natürlich trotzdem hier noch ein bisschen umgucken. Viel ist ja aktuell noch nicht zu sehen. Achso, weiter rauslatschen kann man übrigens nicht. Weiter rauslatschen kann man übrigens nicht. Dann wird es, glaube ich, sehr unwegig. Die Teppichviecher sind toll. Der quatscht mich die ganze Zeit von der Seite zu. Der Wesen rennt da nicht voraus. Also das war wirklich so eine komische Sache. Okay. Teppichtier führt uns zu einem weiteren wahrscheinlich auch vergrabenen Teppichtier. Ganz viele Teppichtiere. Die kann man anlocken. Das find ich total toll. Wenn man nach denen brüllt. Ah, guck mal. Schön. Jetzt werde ich gerade mitgelitten, mitgeleitert, weißt schon. Die guten Teppichtiere, ja. Der klammert so ein bisschen, der Typ, muss ich sagen. Wie so eine Klette. Kannst du bitte dein eigenes Abenteuer erleben? Deine eigene Reise. Das würde mir auch so auf den Keks gehen. Also ich habe ja schon mal überlegt, beziehungsweise die meisten wissen es wahrscheinlich, nächstes Jahr wir haben ein weiteres Wandreliefgebilde. Okay. Hier war anscheinend ein Feld, so wie es aussieht, mit ganz vielen Bauern. Es ist ja in Planung, dass ich nächstes Jahr nach Japan eine Runde fahre, so einen Monat oder sowas. Und hatte mir da auch schon, aber auch schon eine zweite Reise überlegt. Also die eigentliche Reise jetzt mit dem Verein ist einfach mal einen Monat durch Japan zu tingeln an sich. Stadt, Land, Leute und so weiter zu erleben. Und ich habe aber auch schon mehr oder minder eine zweite Reise geplant, die auch wahrscheinlich wieder einen Monat gehen wird und durch Japan. Und zwar die Insel, dessen Namen ich jetzt von Japan vergessen habe. Und da gibt es 88 buddhistische Tempel. Und das ist eine Art Rundkurs um diese Insel von Japan. Oder so ähnlich. Ganz genau habe ich mir das noch nicht angeguckt. Und das soll auch ungefähr einen Monat gehen. Und da würde es mir total auf den Sack gehen, wenn sich dann nach den ersten paar Metern jemand an mich... Da kommt was runtergefallen. Okay. Quasi sich jemand meiner Reise anschließt, um mich dann die ganze Zeit zuzuquatschen. Ja, ich weiß. Der Asoziale wieder. So, ein weiteres Symbol für den Jay und ein weiteres Stückchen Schal. Ach so, nein, es gibt keinen Ingame-Chat. Es gibt nur... Siehst du, klappt doch ganz gut. Ach so, gegenseitig kann man sich auch Schalenergie geben. Auch das ist ein bisschen overpowered, meiner Meinung nach. Denn an vieles würde man alleine nicht rankommen. Und das ist auch ganz gut so, ohne halt das Köpfchen einzusetzen. Und mit einem Koop-Partner kannst du mehr oder weniger
ziemlich jederzeit deine Energie aufladen. Das ist doof. Finde ich. So, haben wir noch irgendwas hier hinten? Ich glaube, das war's schon wieder. Okay, Teppichtierchen, Teppichtierchen. Her, her mit euch. Ah, na gut, dann erstmal hinterher. Und wir sehen vor uns eine dezente Ruine. Ah, guck dir das an. Der schreit mich voll. Und füllt meinen Schal dadurch auf. Und ich bei ihm genauso. Ach man. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man das alleine macht. Ach man. Jay, komm klar damit. Hör auf rumzuheulen. Vielleicht versteht das ja, wenn ich mich von ihm distanziere. Aber der schleppt die Teppichtierchen mit. Das finde ich ganz gemein eigentlich. Der beansprucht die ganzen Teppichtierchen für sich selber. Wenn ein Charakter jetzt ein Bier trinken würde, wäre das Bier dann Schal? Na! Ja, ist auch... Würde ich dann wirklich vielleicht eher mit jemandem machen, mit dem ich im Voice-Chat zusammen bin? Obwohl das ja auch schon wieder... Also das ist ja das Ding, auf Reise fremde Leute treffen und mit den... Mit den Sachen erleben und so weiter. Aber ist halt so nicht jedermanns Sache. So, guck mal, Teppichtierchen füllt mich auf. Finde ich nett von ihm. Okay, lass mal sehen. Hier sind weitere Teppichtierchen. Hoppala. Nettes Teppichtierchen. Weitere Teppichtierchen. Alter, ich wollte hier noch gar nicht hoch. In dem Turm eingesperrt. Und natürlich gucke ich hier rum, ob irgendwo noch irgendwas anderes rumliegt. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir hier ganz schnell mal was übersehen. Es hätte alleine auch eine ganz andere Atmosphäre halt. Okay, da drüben ist jetzt nicht wirklich was. Aber hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Und erst recht so hier hinter den hintersten Türmen natürlich. Schal sagt man zu Bieren, wenn sie quasi abgestanden sind. Das ist völlig richtig. Auch zu Wasser sagt man das. Schal ist abgestandenes Wasser. Ist er quatscht oben die ganze Zeit vor sich hin und beleuchtet mir den Bildschirm. Wie nennst du denn abgestandenes Wasser? Außer abgestandenes Wasser. Kann man auch Schal sagen. Oder halt einfach Blumenwasser. Das schmeckt man übrigens. Also schales Wasser schmeckt man. Wenn das ein paar Stunden oder ein, zwei, drei Tage gestanden hat. Das schmeckt anders als als Wasser frisch aus der Leitung. Die ganze Zeit, ich vergesse was da unten, wenn mich dieses verdammte Teppich, der ich jedes Mal hier hochträgt. Kriege ich euch noch irgendwie raus hier? Nee, ne? Schade eigentlich. Alter, da hinten sehe ich was. Da habe ich gerade furchtbar was leuchten sehen. Und jetzt ist es weg. Hä? Uff, was ist denn hier? Okay. Hier haben wir einen dieser Türme anscheinend, die uns in der Zwischensequenz gezeigt wurden. Türme mit Licht drinne. Hier haben wir eine eventuell zugemauerte Tür oder so. Okay, auch ganz viele Teppichtierchen hier in dem Turm eingesperrt. Mann, Mann, Mann. Ach, da unten war das mit dem Leuchten. Alles klar. Oh, Teppichtierchen hat's eilig. Okay, oben angekommen. Hier bin ich mir fast sicher, dass ich noch weiß, dass ich hier fast was übersehen hätte. Und zwar... Aha, hier unten. Hatten wir schon drei Symbole jetzt? Ungern würde ich hier eins liegen lassen. Was? Wieso sollte es ein weiteres Wort für abgestandenes Wasser geben? Es gibt doch alles für alles Synonyme. Circa 6 Mal zuletzt, hab's aber gefixt. Bitte was, bitte wo, bitte wer? Ach, Internetaussetzer. Aha, okay.
Das ist immer so 5 Sekunden. War bei mir eben genau das Blöde. War immer in Bad Wars spielen, Multiplayer, zack, Internet weg. Das ist doof. Wieso habe ich so trockene Augen? Das macht müde. Trockene Augen. Mehr weinen. Mehr weinen oder Wasser trinken. Ach, guck mal hier. Siehst du, hier sieht man es mal. 4 Symbole. 4 Symbole insgesamt. Und 2 fehlen. Das ist ein bisschen schade. An sich. Ich frage mal in den Chat, soll ich mich in den Leveln weiter umgucken, so auf komplett Durchlauf gehen oder soll ich weitermachen? Also in der Story weitergehen. Weniger Wein. Tretenflüssigkeit ist stark salzhaltig und salztrocknend aus. Okay. Mir ist alles recht. Gut, dann nehme ich erstmal einen Schluck Energy Drink. Weil es nämlich total lecker und gesund ist. Aber ich kann nicht weinen, wenn die trocken sind. Aha. Okay. Wir haben 2 Symbole übersehen. Ja, das ist dann da kommt der Wiederspielwert. Im Allgemeinen. Ich weiß gar nicht, ob man beim ersten Durchlauf wirklich alles komplett finden kann. Weiß ich gar nicht. Na gut, wo ist mein Kollege? Ist der schon weg, hoffentlich? Ich glaube, der ist schon weg, hoffentlich. Durchaus möglich. Na gut, alles klar, komm. Lassen wir uns was erzählen. Welchen Energy drinkst du? Das ist Speedstar, the power of energy. Ja, ne? Speedstar, kennt man ja. Trinkt alles Speedstar. Ich hatte heute mal Lust drauf. Kommt selten vor, aber ab und zu hat man da Lust drauf. So, die blitzenden Türme und so weiter. Ja, die billigen No-Name-Marken, genau. Die Blitztürme, angetrieben durch die Teppichbahnen. Wo auch da Assassinen auf den Gipfeln stehen. Die Bevölkerung, die Population florierte. Die Kultur florierte. Und wir haben ganz viele Türme gebaut. Überall Licht drin, ne? Jawohl. Voll die Stromverschwender. Die zocken alle im Dunkeln. Oder so. Oder in der Nacht. Okay, und auch auf den höchsten Türmen stehen Assassinen. Okay. Ja, Energy empfehle ich auch nicht. Energy ist doof. Aber ab und zu hat man so einen Hieb. So, Teppichtierchen freigelassen. Ausgezeichnet. Und mit Hilfe dieser Teppichtierchen kommt man jetzt in den nächsten Abschnitt. Das weiß ich noch so weit. Aber wie gesagt, ich weiß genau, dass hinten, wo wir hergekommen sind, dass da irgendwo noch ein entsprechendes Dingens ist. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Symbol, will ich natürlich sagen. Das Blöde ist natürlich, dass man jetzt hier sehr versucht ist, die ganze Zeit seinen Schal einzusetzen, um höher zu kommen. Das ist, ich komme auch gar nicht... Ich komme hier gar nicht lang, weil ich werde vom Wind weggetrieben, kann es sein? Übrigens muss man dazu sagen, die Sandanimation sieht doch mal dermaßen geil aus, oder? Der Boden. Also man kann natürlich auch drauf surfen. Ich weiß gar nicht, ob das schon aufgefallen ist. Aber auch so die wogende Oberfläche total toll gemacht. Wo zum Geier sind wir hier anfangs hergekommen? Bestimmt hier. Hier ist hell. Den hast du auch, Pikachu, okay. Warum nicht? Ist doch schön. Nur Prime-Leute, glaube ich, okay. Nur Prime-Leute haben die. Guck mal, da hinten geht schon wieder so ein Stern runter. Und ja, das sind Spieler. Wenn ihr in dem kompletten Spiel kann man, wenn man in Richtung Himmel gucken kann, wenn man den Himmel sehen kann, kann es vorkommen, dass man so Sternschnuppen vorbeikommen sieht. Das sind Spieler, die das Spiel abgeschlossen haben. Spoiler. Waren wir bei der Ruine? Bestimmt, ne? Oder war das weiter links? Ich weiß genau, man konnte hier noch irgendwo hin. Und sorry, wenn ich das jetzt hier in irgendeiner Form in die Länge ziehe, aber ich bin so neugierig.
Hier sieht man es nochmal schön mit dem Sand. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja. Auch hier, ey, dieses komplette Spiel, das ist so, das ist überhaupt nicht Wallpaper-mäßig oder so. Ich wollte ja noch gar nicht runter. Kannst hier echt überall irgendwie Screenshots machen, weil das Spiel auch überhaupt kein Interface hat. So. Also hier war der eine Turm, wo wir noch was, wo wir ein Symbol gefunden haben, aber hier war irgendwo noch einer. Bin mir fast sicher. Das reicht, wenn man hinten so wunderschön surfen kann. Ja, Prime hat schon was, ne? Was liegt denn hier rum? Da liegen irgendwelche Steine. Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich straight den Weg zurück, wo wir hergekommen sind. Also ein paar dezente Hinweise hat man immer, wo es lang geht. Und natürlich den dezentesten Hinweis hätten. Oh, guck mal, da ist wieder einer. Da ist wieder eine Sternschnuppe. In Anführungszeichen Sternschnuppe. Und ja, die eiern den kompletten verdammten Weg zurück. Ich höre was. Ach so, das ist jetzt die Sternschnuppe oder was? Wo ist er? Also auf jeden Fall höre ich was. Irgendwie von rechts. Interessant. Interessant, ist mir vorher noch nie aufgefallen. So Sand macht doch selten Geräusche. Na gut. Alter, hier voll die Emote-Spams. Hast du doch eh bloß kopiert. Wenn man die kopiert, hat man die natürlich. Da hinten ist noch eine Ruine. Okay, auch das könnte jetzt natürlich eine sein, wo wir schon waren. Ich geh nochmal ganz kurz gucken, aber ganz kurz. Betonung auf gehen. das sehe ich doch bis hier. Ich sehe es doch bis hier leuchten. Ist Geheimnis entdeckt. Flyer hat natürlich voll die Minecraft-Emotes hier. Oh, guck mal. Sogar ein bisschen größer. Haha, hat der andere nicht entdeckt, ist bin ich viel besser als der andere. Ach, und die Musik, ich mag die Musik. Also so Cello, hahaha. Die guten Cellos. Aber direkt ein fettes Secret hier gefunden. Finde ich gut. Hallo Teppichtierchen. Teppichtierchen, komm mal bitte her. Weiß ganz genau, dass ich dich anlocken kann. Oh, schön, danke, danke. Ah, jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Sehr schön. Hui. Ja, voll. Ha, schön. Ich schreibe so gerne, meine MSI-Tastatur ist so toll, hat sich gelohnt, sie zu kaufen. Okay, deine MSI-Tastatur. Aha. Ich dachte, die machen nur Grafikkarten. Und so. Obwohl, Samsung macht ja auch Waschmaschinen. Das ist ja auch so ein Ding. Das habe ich irgendwann vorletztes Jahr oder sowas rausgefunden. Könnte auch schon auf der CeBIT gewesen sein. Aber, ey, mind blown, ja. Samsung macht Waschmaschinen. Ich weiß genau, hier gibt es irgendwo noch eine Tafel. Bin mir fast sicher. Ha? Nö. Schade. Hätte ja klappen können. Ich finde das so toll, dass die Viecher auch Geräusche machen. So, miem, miem, miem. Total toll. Monitor und Tastatur und ebenso Mäuse. Aha. MSI-Mäuse. Das ist interessant. So, Leute. Geleitet mich mal bitte, einer. Alter, ihr sollt nicht vor mir herfliegen. Hallo. Nehmt mich doch mal mit. Das ist voll unfair von euch. Komm. Ja, komm, hopp, hopp. Gib's mir. Wo ist er hin? Ist er gerade im Boden? Ach, da. Alter, die können voll durch die Dünen tauchen. Ah, oh. Süße, guck mal an. Leiten mich direkt zum nächsten. Das ist ja krass. Hier ist eine verdammte Obstfliege drin. Was soll denn das? V
voll nervig. Ah, hier haben wir noch ein Gemälde. Oder Relief oder whatever. So, was haben wir denn da? Ah ja, auch die Assassinen haben Fluggeräte erfunden oder so, mit denen sie über ihre Felder geflogen sind. Oh, keine Ahnung. Interessant. So schnell geht eine Stunde rum, ja, kannst du mal sehen. Mann, Mann, Mann. So, und gefällt es euch bisher? Ist es, oder ist es schön langweilig? Oder so? Ich finde es ja total entspannt, wie immer. Und auch hier höre ich wieder Geräusche irgendwie. Kommen diese Geräusche her? Und was macht diese verdammte Obstfliege hier? Mann, Mann, Mann. Sehr entspannt, sehr entspannt. Ja, und wie gesagt, es ist nicht unbedingt ein lautes Spiel. Also ich könnte lauter, wenn es zu leise ist. Kannst du mir gerne mal ein Foto schicken, Fly? Ja, gerne doch. Ich meine, ich könnte es auch selber googeln oder Amazonen. Aber warum denn immer so selbstständig sein? Okay, jetzt leiten sie mich hier lang. Okay, und jetzt kommen wir wieder an die Stelle zurück, wo wir bereits waren. Da kann mich endlich mal einer auf den Rücken nehmen. Ich bin es leid, hier selber zu fliegen. Aber schön, wir haben ein weiteres Symbol gefunden. Ja, ne? Eins. Schade. Na gut, irgendwo muss noch eins sein. Würde mich ja nicht wundern, wenn auch wenn das zweite Symbol jetzt hier eher vorne wäre. Alter, kommt ihr? Wo seid ihr? Da hinten, Alter. Schneller. Leiten die einen denn hier hinten? Finde ich lustig. Guck mal, hier liegen auch wieder irgendwelche Überreste. Ah, guck mal, was sind hier? Ah! Na! Was haben wir denn da? Eine Flower. Alter, hier, Fata Morgana. Geil! Ich habe das Flower Achievement gefunden. Hab ich voll vergessen. Also wie gesagt, Flower, auch ein geiles Spiel von That Game Company. Unbedingt angucken. War das jetzt auch im Video? Habt ihr das Achievement unten rechts gesehen? Ich habe jetzt bis auf meinen Bildschirm geguckt. Ich hoffe, dass das Overlay ist an. Und es gibt auch ein, ja, stimmt, Spore, nee, nicht Spore, Flow Achievement gibt es, glaube ich, auch. Und im Flower-Spiel gibt es nämlich auch ein Flow Achievement. Ich glaube, ich gehe schon in die völlig falsche Richtung. Wo ist der Berg? Wo, da ist der Berg, da müssen wir lang. Du hast es nicht gesehen? Jetzt mal ohne Scheiß. Warte mal, das muss ich jetzt, Maus. Kleinen Moment bitte. Das muss ich jetzt testen, weil wenn die Achievements nicht drin sind, dann wäre das total traurig. Obwohl, ihr habt die Frames per Second Anzeige oben rechts. Also dürfte das eigentlich mit drin sein. Warte mal. Ja, das. Okay, das ist das Gamefenster. Danke. Drittanbieter Overlays. Hab ich aktiviert. Alles okay. Müsste zu sehen sein. Die sind unten rechts. Man hat's gesehen. Ah, Dankeschön. Dankeschön, Fly. Alles klar. Gut. Jetzt muss ich gerade nochmal kontrollieren, ob wir hier nur schon waren oder nicht. Oh ja, alles klar. Hier waren wir schon. Na gut, dann mal weiter. Richtung Berg. Der Berg ruft. Jawohl. Oben rechts. Also nee, oben rechts ist die Frames-per-Second-Anzeige. Unten rechts. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ach ja. So, na dann jetzt aber hier. Ich hoffe, ich bin richtig. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass die in Richtung Berg sind wir richtig. Gehe ich eigentlich davon aus. Dass wir so weit hintergekommen sind, habe ich gar nicht mitgekriegt. Mann, Mann, Mann. Ach ja. Und einfach auch mal aussetzende. Wie lange hast du noch vor zu streamen? Liebe Grüße, ihr Moderator Medusa Enzym. Ich werde das heute durchspielen. Ist mir egal, wie lange es dauert. Denn allzu lang ist es nicht. Ja, 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 hab's gelesen. Wenn ihr endlich bei mir im Stream dann irgendwann mal die Blubbeln sammeln könnt, dann könnt ihr Nachrichten noch doller hervorheben. Sodass ich die noch eher sehen kann. Es gibt übrigens ein Let's Watch Together Dingsbums, eine Funktion von Twitch, wo alle, die Prime haben, zusammen mit dem Prime habenden Streamer einen Film auf Prime zusammen synchronisiert gucken können. Wusstet ihr das?
Ich wusste das, also ab, ich hab das gestern erfahren. Also es gibt nicht nur dieses, meiner Meinung nach, dämliche Let's Sing irgendwas, sondern auch mit Gucken. Hi, Chris, willkommen. Willkommen, wir spielen Journey und sind bestimmt auch schon fast fertig damit. Nee, wahrscheinlich nicht. Kennst du Journey? Magst du Journey? Wenn nicht, warum nicht? So, komm, hebe mich hin fort. Dankeschön. Gibt's die schon? Die wurden jetzt auf jeden Fall eine Weile in Twitch USA getestet. Ich hab's zumindest in der Twitch-Dingsbums gesehen. In den Nutzer. Na, weiß schon hier, die im Dashboard und so. Lass alle die Brille. Nee, es sind irgendwie nur Filme. Filme und Serien ausgesuchte. Aber auch nicht gerade wenig. Und lustigerweise auch zum Beispiel The First Avenger habe ich da gesehen. Obwohl es das im Prime-Angebot gar nicht gibt. Finde ich interessant. So, da unten lauert irgendwie auch noch einer. Ah, hier fehlt irgendwo ist hier noch eins von diesen verdammten Symbolen. Nee. Ich mag es nicht, Sachen zurückzulassen. Kannst du mich mal hochheben? Heb mich hoch, danke. Okay, alles klar. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Einmal ist kein Mal. Selbst in Zwischensequenzen kannst du vor dich hinlabern. Finde ich total toll. Ja, nur Prime-Mitglieder. Nur Prime-Mitglieder. Das ist ein Prime-Only-Stream, ist es dann. So, jetzt kommt ein etwas rasanterer Abschnitt. Ach, finde ich schön. Könnte ich glatt ein Stück lauter machen, muss ich sagen. Aber naja, wird schon, wenn dann könnt ihr lauter machen. Okay, und hier ist natürlich interessant. Man muss gucken, wo man lang will. Ah, zum Beispiel. Hier will ich unbedingt lang, jawohl. Ein weiteres Symbol für mich, jawohl. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Sachen zu entdecken gibt oben. Oh mein Gott, ist das geil. Oh, jetzt werde ich erstmal nach unten gedrückt. Ey, ich wollte nicht runter, ich wollte hoch. Ach so, hier unten muss ich durch. Ach, da ist schon wieder einer. Ein anderer Wanderer, was soll denn das? Der klaut mir schon wieder die Teppichtierchen. Ha, 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 hat er nicht gesehen, hat er nicht gesehen. Hab ich aber gesehen. Ha, halt, halt, halt. Ah, ich bin vorbeigesegelt. Ist ja nicht toll. Also hier hätte man richtig schön weit fliegen können. Aber andersrum natürlich auch, das Symbol bekommen können. Wo kann ich vorbeischauen? Bitte, wer kann wo? Was? Wie? Wo? Was? Mann? Vielleicht Chris und ich können dann ja definitiv vorbeischauen. Ach so, der Prime-Stream. Ja. Könnte man eigentlich mal testen. Aber ich hasse es eigentlich, während Filmen zu reden. Da habe ich schon erwähnt, dass ich Filme gerne alleine gucke. Ja, ja. Kann nicht jeder so sozial sein? Ich glaube, ich taufe mich um in Social J, um einfach mal ein bisschen cringe zu sein oder sowas. Da, ich will an dieses verdammte Symbol da oben ran. Oh, was denn jetzt? Okay, die Teppichtiere bemannen die Schalter oder so. Oh. Und lassen weitere Teppichtiere und Teppichfetzen frei. Und da hinten durch das Tor geht's weiter. Wieder so eine Stelle, wo man sich aussuchen kann, wie schnell man vorankommt. Und ich habe eigentlich definitiv noch vor, das Symbol da oben zu holen. Das ist viel zu weit oben. Und ich könnte wetten, hier gibt's auch noch irgendwie was zu entdecken. Zum Beispiel da hinten sind ein paar Teppichfetzen, die sind irgendwie viel zu weit weg. Total weit ab vom Schuss. Die haben ja bestimmt irgendwas zu sagen hier. Los, ihr Teppichfetzen. Gebt mir Power. Dankeschön. Und was haben wir hier? Jawohl, Geheimnis. So, was haben wir denn da? Ganz viele Assassinen auf ganz vielen Türmen und Brücken. Okay, alles klar. Also hier waren die Türme und Brücken statt. Habe ich verstanden. Habe ich so verstanden.
Oh, guck mal, wenn man oben irgendwie diese Teppichtierchen erwischt, dann kann man bestimmt bis dahinter segeln. Könnte ich wetten. Es gibt mir Power, danke. Komm ich hoch? Ja, komm. Ah, hier kann ich einmal... Ah, nein. Schade. Okay, noch eine Runde. Das will ich jetzt hier irgendwie schaffen. Okay, eine ganze Weile geben sie Schwung. Das ist gut. Jawohl, ich komme doch noch ran. Ach Gott, ich bin so erleichtert. Denn, Chris, falls du es nicht mitbekommen hast, wir suchen unter anderem die Symbole, diese weiß leuchtenden Symbole auf unserer Reise in Richtung Berggipfel, offensichtlich. Und je mehr Symbole wir bekommen, desto länger wird unser Schal, desto länger können wir fliegen. Ich bin altmodisch. Jay? Chris? Ja, stimmt. Ich bin altmodisch. Und ich hasse es, wenn im Film gequatscht wird. Weil ich mich auf den Film konzentrieren möchte. Einfach nur schreiben, dann stört man niemanden, der nicht reden will. Das ist richtig. Das ist völlig richtig. Alter, kann man mal einer so ein bisschen Teppichpower geben hier? Ich habe einen total leeren Schal. Finde ich nicht gut. Warte mal. Gib mir Teppichpower. Danke. Das sieht doch schon gleich viel besser aus. Denn hier geht's direkt mal rasant weiter. So, ich gucke links, ich gucke rechts. Und versuche nichts zu übersehen. So. Sandslalom, jawohl. Die Tore weisen so ein bisschen den Weg. Das Problem ist, auch die verzweigen sich ziemlich stark. Ich will alles erleben. Da hinten leuchtet es. Ich sehe es genau leuchten. Könnte auch die Sonne sein. Da leuchtet es wirklich ziemlich stark da oben. Ha! Oh, 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 ui! Ha! Secret! Ein Secret gefunden und ein weiteres Symbol. Ich bin einfach nur der Pro hier. Steep 2.0, ja, total richtig. Übrigens, Steep habe ich auch. Steep habe ich auch. Hat mich ungefähr so nachmittags sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Aber irgendwann ist dann auch so ein bisschen die Luft raus aus dem ganzen Weiß. Aber war ganz nett. Ist natürlich voll hip gemacht und so weiter. Was auch für Xbox. Okay. Also quasi Steep 0.5, ja. Ach, wie geil das aussieht. Ach so, halt. Hier müssen wir auch ganz weit hinten düsen. Denn hier gibt es, glaube ich, auch noch was. Habe ich mir eingebildet. Denn ja, ich habe das echt so ein bisschen gesuchtet. Auf der PS3. Ich bin mir ziemlich ein, man muss da hinten irgendwo lang. Na, ist egal. Drauf geschossen, hier sieht es erstmal richtig interessant aus. Alter, die Lichteffekte hier. So krass. Und die Musik die ganze Zeit passend dazu, so lustig. Mit den Rennen später, ja. Ich habe dann wirklich eher so diese Story-Dinger gemacht. Also in Anführungszeichen Story-Dinger. Wo du... Oh. Ah, wir wollen doch eigentlich hoch zur Bergspitze. Und sind eigentlich uns in dem Keller gelandet. Na toll. Auch da hinten ist der nächste. Alles klar. Ich werde trotzdem mal ein Ideechen lauter machen, muss ich sagen. Ganz kleines bisschen. Denn das Spiel ist es definitiv wert. Und ich glaube, ich werde auch mal bei mir ein bisschen lauter machen. Denn ich habe das viel Trönen da im Gedächtnis. Alter, was will der von mir? Mann. So. Mach doch nicht sowas. Wir gucken uns natürlich weiterhin ein wenig um. Man weiß ja nie.
So viele gute Filme haben die noch gar nicht. Was, wie, wo jetzt? Was? Amazon Prime, okay. Ja, kommt drauf an. Also es gibt so einen Turnus, wo immer wieder neue Filme kommen. Da sind auch immer mal wieder ganz gute dabei. Und ja, das meisten sind natürlich irgendwelche Klamauk-Schinken von sonst wann, aber gibt auch wirklich gute. Also die Harry Potters waren eine ganze Zeit lang. Also ich habe alle drei Symbole gefunden. Die Harry Potters waren eine ganze Zeit lang auf Prime. Fand ich gut, habe ich alle durchgesuchtet, 3-4 Mal oder sowas. War nett. Hat Spaß gemacht. Avengers, aber so weiter wirst du eigentlich normalerweise da nicht sehen. Denn die sind ja von wem anders, von Disney oder sowas, gebunkert. Okay. Große weiße Mutti. Was hast du mir zu erzählen? Okay, die Teppiche sind wieder verschwunden und die Lichter in den Türmen sind ausgegangen. Okay, die Assassinen haben sich um die letzten Teppichreste gestritten. Das ist nicht lustig, wer lacht da? Und es gab Krieg zwischen den Assassinen. Krieg der Assassinen mit großen Kriegsschiffen und so weiter. Und die Teppichpower wurde für Laserwaffen genutzt. Und riesige, oh Gott, meine Güte, Angriffslaser. Satellitenlaser, meine Güte. Hat alles bloß wegen der Macht der Teppiche. Ach siehst du, die kann man sich, wenn man zu zweit spielt, halt auch zu zweit angucken, diese Geschichte. Auch nicht schlecht. Ich bleib mal sitzen, mal gucken, ob er ohne mich weitergeht. Denn jetzt wird's ein wenig dunkler hier. Und das heißt, ich werde mal gerade ein bisschen umdekorieren. Weil das wirkt uns alles zu hell. Hachi. So, viel besser. Alles klar. Dann kann es ja weitergehen. Aber wir haben drei Symbole gefunden. Finde ich gut. Wir haben alles erreicht in dem Level, was wir wollen. Wollten. Ja, pst, hier unten. Mess ich ab, muss gleich einkaufen. Oh, dann mach das, bevor noch zu ist. Ganz viel Spaß auch dir beim Einkaufen.